Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Hallo Community, da sind wir. Wir schauen mal auf die Karte. Wir müssten jetzt hier... soll ich gar nicht. Hier ist das Büro. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Aussichtspunkte, damit wir wissen, was hier in der Stadt abgeht. Ich hoffe, ihr seht es immer an dem, was ich anhabe. Es ist eine neue Aufnahmesession. Das heißt... kann sein, dass ich kurz einen kleinen Augenblick brauche, um in die Steuerung wieder reinzukommen. Aber in Assassin's Creed war das ja noch nicht so anstrengend mit der Steuerung. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, ob das schwieriger wurde. Naja, hat man jetzt nicht so viele Tasten. Machbar blocken und so eine Sachen parieren, das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen... los hoch. Warum nicht? Geh doch mal da hoch. Alter, ihr, was ist mit dir? Dankeschön. Synchro. Läuft das? Ja. Guck mal, bitte. Böse? Oh. Oh, der ist gar nicht böse. Was ist hier geschehen? Ja? Entschuldigung. Der ist auch nicht böse, oder? Ja, das sind Menschen. Ja, das ist eine komische Vision. Heißt Vision? Ich will das Vision haben jetzt plötzlich. Sehe ich denn aus wie ein Kaufmann? Nein, also verschwinde! Zu denen. In Ruhe. Warte. Ach, Taschendiebstahl. Warum sind denn hier so komische... weg hier. Wo ist denn der Taschendiebstahl? Hier hinten irgendwo. Hier liegt ein Toter, kann ich mal hier wegkommen. Oh mein Gott, Templer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, wo bist du denn? Okay. Ja. Okay, das klappt auch noch ganz gut. Will ich die Kiste haben? Das wäre cool gewesen, aber nein. Heute nicht. Der hier. Achso. So. Nee. So. Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager, jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Geht! Belästigt jemand anderen. Was willst du denn? Immer. Meine Karte. Naja. So, Bürger retten. Oh, zwei nebeneinander. Da sind Bürger in Not. Da müssen wir mal schnell gucken gehen. Wer kann denn immer... ja. Können wir hier durch? Ja. Alter, ihr, wir können überall hin. Oh, nee. Ja? Wollt ihr jetzt euer Leben? Ihr Ober! Ihr Leben ist verwirrt! Ihr Leben ist verwirrt!
Aua. So sicher? Ja. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Das möchte ich hoffen. Was hier wohl passiert ist. Oh, wie schrecklich. Das hoffen wir. Geh mal weg. Muss noch jemand retten. Hinten irgendwo. Los, rauf, rauf, rauf. Alter, ihr, los. Du bist doch nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Dein Gott hat dich verlassen. Oh, da waren schon viele hier. Ach, wir können ja tot von oben noch gar nicht. Das ärgert mich. Geh, du bist ein Nick. Ich mich vergesse. Dein Gott hat dich. Geht der denn runter? Verdammt. So. Das ist gar nicht gut. Oh, aua. Schießt einer. Hat doch gerade jemand auf mich geschossen. Wo ist denn der? Na los. Wollt ihr den sehen? Nee. Mach mal das Messer weg hier. Sprich doch mal mit dem. Ah, ich muss anonym sein. Na, wo denn jetzt? Hm? Ist er denn? Er da. Ich hab den gar nicht. Ich bin irgendwie anvisieren? Ah, so. Okay, jetzt wissen wir, wie das geht. Wer jetzt noch? Er da? Warte, hier. Oh, Mist. Ich muss hoch da. Geht nicht. Messerdiebstahl. Sie können bestimmt einen Gangstern Messer klauen. Und, ah. Na. Boah, das ist jetzt aber unfair. Wer auf? Da ist er. Haltet ihn. Der kriegt gar nicht mit, dass er kämpfen muss. Oh, jetzt. Echt so. Kann Gangster ein Messer klauen? Runter. Können wir auch Wachen? Wachen ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Sehr lieb von dir. Gut. Okay, dann hier drüben. Aussichtspunkt. Wer hat das getan? Ihm hier. Kann ich ihn hier nicht Messer klauen? Nein. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Oh, was will die denn jetzt? Kann ich dem hier. Kann ich den untersuchen? Oh, Lucy ist schon in der Tür. Was ist geschehen? Haltet ihn, Gläubiger! Hol mir deine Kappe! Oh. Das geht also auch. Hey. Die ganze Stadt kämpfen hier schon wieder. Was traut sich jemand? Ja, ja. Nicht den. Ja, der ist. Bleib stehen. Ich hab keine Messer mehr. Oh, der rennt hier in den. Oh. Der rennt in den Nebel. Habe ich einen Lebenspunkt dazu bekommen? Irgendwie ja, ne? Warum würde ich so etwas tun? Hör mal auf. Hui. Was stimmt denn nicht mit ihm?
Okay, ciao. Warum macht er das? Ah, toll. So, da sind wir wieder. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Willst du nicht weiter hoch? Hoch? Sehr nice. Okay, hier irgendwie nicht. Hier vielleicht? Ne? Hier kannst du auch hoch, oder? Okay. Oh, ich sehe mich schon unten liegen. Ich fall auch hier gleich runter. Ach, hier einfach. Ach so, wir sind schon. Ich dachte, ich muss noch auf die Kugel oben drauf. Aber nein. Und ganz viele Bürger retten. Nee, das? Formanten herausfordern. Eskorte. Okay. Was ist alles? Bürger retten. Wir gehen erstmal den Bürger da in der Ecke retten. Muss runter. Boah, Kamera. Verschwindlich. Hui! Oh ja, ja. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu bewegen. Oh, jetzt habe ich die alte geschlagen. Wollte ich gar nicht. Alles gut? Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Was ist das? Der Erfolg um eine mitgegeben. So, dann jetzt. Die Herausforderung. Wo rennt er denn so hin? Irgendwem kann man Messer klauen. Wem nicht? Dieser Mann scheint keiner dazu, sich so abzuhalten. Nein, lass los. Was sind die denn alle? Sein muss auch. Warum tut er? Ach, ihm hier kann ich Messer klauen, hä? Oder? Nicht? Klau ich dem Messer? Ah. Ach, man muss die. Ah. Verstehe. Kann ich dem auch Messer klauen? Ja. Steht hier einfach so auf dem Platz rum? Habe ich den großen Altair vor mir? Ja. Welch Ehre. Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte, doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Na, auf jeden Fall. Ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Warum würde jemand so etwas tun? Aber ich habe irgendwie nicht den richtigen Anfang hier. Wirkt irgendwie wieder Rückweg, hä? Eigentlich. Nein? Die erste Minute ist um. Passt. Sollte machbar sein, ne? Das kannst du nicht, ne? Ah,
sollte aufhören. Los, kletter, Alter, hier, kletter. Ja, wir haben so viel Zeit. Das ist einfach toll. Ich Oder? Wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. So, hier gab's noch eine Herausforderung, ne? Ah. Schauen wir mal. Hier etwas schwieriger wird. Der ist hier oben irgendwo, oder? Ne, hier. Hi! Altair, ich habe mir Feinde gemacht. Wirklich? Al-Mualim bat mich, den Sklavenhändler zu beschatten. Und das tat ich. Aber nicht gut genug. Er hat mich entdeckt. Und seitdem bin ich ständig auf der Flucht. Ich muss die Stadt verlassen, aber ich schaffe es nicht allein. Helft mir, und ich teile mein Wissen mit euch. Okay. Machen wir. Heißt, wir werden angegriffen? Ich habe alles, was ihr braucht. Ja, kommt nur, kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes... Kannst du nicht hier mit den Gelehrten mitgehen, einfach? Mach ich das auch immer. Euer Leben ist verwirrt. Ich bin getroffen! So, ja. Boah, komm, mach. Also da lang. Ja, so gut. Das sieht doch fast aus wie ein Templer hier. Ne? Wo so ein Templer drin sein könnte. Oh, eine Flagge. Okay. Ob wir die alle sammeln? Ich glaub noch nicht. Hey, hey. Haltet sie fern von mir, Alter, hier! Hi, ich mach ja schon. Ey, ist das Ding denn hier an mir vorbei dann? Regen ist das nicht, ne? Kämpfen? Oh, da kommt gleich mehr. Boah, also kann ich nicht so kontern? Nee, geht nicht. Oh, boah, kann ich. Ja, als wenn du mich greifst. Ach, da vorne sind wir welche, ja. Ach so, dann kämpfe ich auch mit einem kleinen Messer. Okay. Okay, cool. Nein, hör doch mal auf. Okay, ja, habe ich verstanden. Zu den Messern im Kampf ist auch nice. Echt. So, du bist frei. Was ist denn da? Ich geh mal nach den Gnadenstößen. Jetzt? Habt Dank, Bruder. Nehmt diese Karte. Sie zeigt Talals Verstecke. Sehr nützlich, falls der Feigling flieht, statt zu kämpfen. Und so wie ich ihn kenne, wird er fliehen. Dankeschön. Das war sehr aufmerksam von dir. Okay, guck mal, da können wir neue Messer holen. Oh.
Muss man immer abwechseln, ne? Ein Messer nur? Wer hat das nicht interessiert? Okay. Wieder Messerchen. Und dann darüber noch einen Bürger retten? Nein, ihr versteht es nicht. Nein, nicht die. Bin ich nicht leiden. Ich habe alles, was ihr braucht. Ein weiser Mann. Imogspor, nee. Ihr wart jetzt mal sein zu stellen! Das wird euch alles nicht verpassen! Tod, ich hol euch! Oh, das läuft schon gut. Die Backpfeife mit dir. Bam! Ich danke euch. Ich danke euch. Ja, kein Problem, mach ich gern. Das schwöre ich. Der Herr ist mit uns! Ach, das ist hier nicht. Aussichtsturm gibt es hier noch. Ah, ich bin nicht hoch. Nein, lass los. Kommen wir hier hoch? Das könnte klappen, ja? Vielleicht? Ja. Müssen wir sogar hier hoch. Ein Traum, sag ich euch. Und hüpf. Und hoch, los. Komm, mach es. Zack. Easy. Schon cool aus, ne? Ist schon nett. Den hier als nächstes. Ja, machen wir so die Runde und dann sind wir beim Büro zum Schluss. Gepriesen sei Salah al-Din! Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hier irgendwo? Gucken wir mal, wo wir hier am besten hochkommen. Was geht vor? Wo läuft der davon? Ja, das geht vielleicht. Ihr wart es etwas im Beisein zu stellen. Oh, retten. Das wird euch das Leben kosten. Macht Platz. Kann ich schon retten? Gottloser Heide. Soll ich dir die alte schlagen? Ist das schon? Ja. Cool. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Dankeschön. Mal ebenso nebenbei hier. Ja, gleich hier hoch. Wer hat das getan? Was der klettern kann, wa? Das ist unglaublich. Na? Na komm. Mach it. Mach it, mein Jung. Mach it. Ein bisschen schneller könnte es gehen, aber. Also ich meine, ich finde es schon beeindruckend, dass der das überhaupt kann. Aber so spielerisch finde ich es. Naja, mal ein bisschen anstrengend, wenn er so ewig lang an dem Turm rumklettert. Aber ist okay. Länger dürfte es nicht dauern. Das wäre nicht so cool. So. Die haben wir noch? Ja, das kriegen wir vielleicht noch hin. Redet jetzt zurück. Es gibt keine Chance, sich so zu verhalten. Wir werden sterben. Ich glaube, wir werden sterben. Ja, jetzt haben wir die ganze Stadt aufgedeckt, gell? Oh, spielst du? Oh, das ist werfen. Ich hab doch Lock. Oh,
den eigentlich? Hey. Sag mal. Ja, jetzt müsst ihr alle dran laufen. Okay. Wo ist denn mein Bürger, den ich retten soll? Er ist geflohen wahrscheinlich. Wer könnte das getan haben? Abgehauen. Oh, da oben ist eine Flagge. Mein Bürger ist weg. Mal den hier eben schnell beklauen gehen. Kann ich gar nicht beklauen. Warum nicht? Ah, jetzt. Wir stehen jetzt hier. Ich krieg den nicht beklauen. Keine Ahnung. Dann halt nicht. Das hat wehgetan. Tja, mein Bürger ist nicht da. Oh, müssen wir ihn nochmal retten dann? Seltsam. Ja, müssen wir. Der Tod von oben lernen können. Oh, der hier ist weg. Geh weg. Oder nicht? Angeh. Hol mir deinen Kopf. Ja. So, jetzt. Gut, dass ihr gerade vorbei kommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit. Natürlich schuldest du mir deine Freiheit. Noch eine Herausforderung? Das hier. Okay. Nee, erst der Turm hier. Da drüben. Oh nicht. Wer könnte das getan haben? Das ist ein böser Auto. Oh, was? Oh, das ist ein bisschen. Vor allem, dass er dann geradlinig nach unten fällt, ist auch ein bisschen komisch, ja? Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ein bisschen merkwürdig. Kann ich mein Messer wieder haben? Nee. Oh, es kommt dann, glaube ich, in Assassin's Creed 3 fängt das an, ne? Wo man dann mit. Wer war das? War das Ezio noch? Nee. War das schon Connor? Der Connor? Nee. Assassin's Creed 2 war. Ezio, ne? Ezio Auditore. Und in 3 war es dann, glaube ich, Connor hieß er. Und da fing es dann an mit. So auch Hasen töten und sowas, ne? Damit man irgendwie seine Sachen verbessern kann. Ach nee, ich kenne die Spielreihe ja noch gar nicht. Nie gespielt. Ich bin total blind, Leute. So, wir, den einen Bürger retten wir noch und dann. Was tut dieser Narr denn? Schade. Und dafür müssen sie zahlen. Dreckiger Dieb! Dreckiger Dieb! Gut, dass ihr gerade gegangen seid. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Es ist total synchron. Was ist hier geschehen? So, dann machen wir als nächstes das. Gucken, was hier noch aufgedeckt wird.
Was ist denn das? Zum König? Achso, zum Königreich? Ach, das ist komisch, so ein Brüll, ne? Das, gucken, was noch aufgeschlüsselt wird hier. Dann holen wir uns das und dann machen wir den Endboss. Machen wir was. Cool. Machen wir hier noch schnell hoch. Ja. Dann bedanken wir uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht keinen Blödsinn. Schreibt uns Grüße, erkennt wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Kuss, liebe.